So. Gut, dann mach mal weiter. Ah. Wenn ich eh schon hier am Anfang bin, so, einmal kurz Elgato anmachen, ausmachen. So, weil dann funktioniert es wieder mit dem. Wieso wird hier auch die PS4-Version angeboten? Ich habe die PS5-Version installiert. So. Gut. Ansonsten, Horizon Forbidden West, wie gesagt, ein Spiel, das ich seit Ewigkeit mal anfangen wollte, endlich machen wollte. Weil ich bin von Erstlingswerk super, super angetan. Ich fand das echt cool. Hier, wie hießen das nochmal? Horizon Zero Dawn, genau, Zero Dawn hieß es. Es hat mir, ich habe zwar meine Probleme damit gehabt, ja, HDR ist nicht verfügbar bei mir. Aber außerhalb von, also hauptsächlich im Kampf habe ich Probleme gehabt, die Gegner richtig zu treffen an ihren Schwachstellen. Aber außerhalb davon hat es mir echt Spaß gemacht und fand die Background-Story cool. Also ich habe einer der wenigen Spiele, wo ich in mich... In einem ganzen Leben auf der Suche nach Klappe. Wissen hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen, zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt. Und Möglichkeiten. Okay, falls jemand noch einen Vorgänger nicht gekannt hatte, das waren gerade heftige Spoiler. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Sorry. Aber es war auch mal auch wieder gute Auffrischung. So. Schauen wir kurz, was Barrierefreiheit angeht. Brotkrümelnavigation entdecken. Zielhilfe Standard stark aus. Ja, mal schauen, ob ich stark brauche. Also, ich hab den Vorgänger auf PC gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schlecht bin. Mit der Maus. Untertitelhintergrund. Könnte ich da mal ein Beispiel haben? Leistung bevorzugen, ganz einfach. Bevorzugt eine höhere Bildfrequenz bei niedriger Wiedergabegenauigkeit. Ja, würde ich... Ich bin ein Verfechter hier von 60 FPS, wenn ich ganz ehrlich bin.
Da ist mir die Auflösung wirklich egal. So, ich hätte wieder gesagt, machen wir normal. Markierungssymbole auf dem Bildschirm, die dich auf deiner Reise unterstützen. Minimale HUD-Informationen. Okay, schau mal einfach mal, was entdecken dann heißt. Oh. Bei einzelnen Questfortschritten wird häufig gespeichert. Manuelle Speicherungen können bei Lagerfolgen gemacht werden. Ist ja wie beim Vorgänger. Mir läuft die Zeit davon, Elisabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast.
Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. So, schauen wir mal. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Bitte? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Okay. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Immer genug Pflanzen sammeln. Okay. So. Ansonsten mal schauen, wie das Spiel wird, ehrlich gesagt. Also im Moment finde ich grafisch erst ehrlich gesagt beeindruckend. Ich spiele es halt hier auf der PlayStation 4K. Gestreamt wird es halt nur in 1080p. Aber dafür kann ich mal Werbung für meinen YouTube-Kanal machen. Dort lade ich es in... Okay. In 4K hoch. Die Plage befällt alle Pflanzen und verändert sie. Wenn sie sich weiter ausbreitet, wächst hier bald nichts mehr. Wir müssen was dagegen tun. Oh Mann. Ja, das mit der Plage habe ich mitbekommen. Nicht so cool. Gibt es hier noch was ich mit sammeln kann? Darin wirklich nützlich. Was ich auch interessant finde, was mit Horizon ein bisschen angefangen hat und lustigerweise mit God of War geendet hat. Mittlerweile habe ich die Befehle nachgeholt. Mit eingefügt, Malkav. Ein paar Mal fast eingeholt. Aber es ist schwierig, eine Maschinenreiterin einzuholen. Du warst immer ein guter Kartenleser. So. Diese Ruinen, da müssen wir hin. Die da drüben nehme ich mal an. Ich sehe mehrere Wege nach unten. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Ja, die können wir auf jeden Fall versuchen. Den Backup? Es ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Also, Wagi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke für den Raid und man sieht sich, schreibt sich, belästigt sich. Spätestens Final Fantasy. Dieser Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger. Und habe eine Menge Ausrüstung verloren. So, da haben wir auch wieder... Können wir da reinlaufen? Überall.
Verlieren wir Leben, wenn wir da drin sind? Das Atmen fällt dir schwer. Oh, tatsächlich. Man verliert tatsächlich Leben, wenn man da drin ist. Okay. Gut. Habe ich jetzt auch gemerkt. Willst du doch mit da drin stehen bleiben? Was? Kann ich da durch? Nee. So. Ja, weil die Sache, die hier angefangen hat, ist, weiß ich noch, da hat nämlich beim Release wen Spieler drüber gelästert, so nach dem Motto, untersuche die Plage. Will man die Spieler für dumm verkaufen, weil hier sozusagen. Oh, was ich gerade angepasst habe, war schleimig. Oje. Das glaube ich dir gern. Also alle wichtigen Sachen komplett gelb angemalt sind und Aloy auch immer gleich so bei Rätseln die Lösung verrät. Und es, glaube ich, kaum eine Option gehabt, das auszustellen. Und ich meine, selbst in God of War Ragnarök war das jetzt zuletzt so. Das Atmen fällt dir schwer. Ja, ja, das sagst du nicht zum ersten Mal. Dass einen teilweise die Lösung halt von Charakteren viel zu schnell verraten wurde. Das ist irgendwie ein Trend. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Ja. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Den ich nicht cool finde, einfach. Weil ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man mal eine Einstellung macht, dass man halt Hilfe bekommt oder so. Das ist cool. Aber halt, ich bin auch die Fraktion, die sagt, okay, lasst mich bitte rätseln. Also, lasst es mich ausstellen. In der Maschine. Und das war halt nicht. Uiui, echt. Nicht mehr ansehen. Und da bin ich halt eher enttäuscht, dass man es oft nicht machen kann. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Der Kadaver ist noch frisch. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. So. Ach ja, genau. X herstellen. Fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Eine Leiter. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Klappt. Nach dir. Bei der Göttin. Was war das hier? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. So, gehen wir mal da runter und schauen wir mal, wohin das führt. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Vor allem, da das Spiel jetzt noch hier große Open World bieten soll. Da bin ich eh immer so ein bisschen. Ich will jetzt nicht Sacker dafür sagen, weil das ist ein bisschen negativ kommentiert. Aber ich liebe Open Worlds. Das habe ich jetzt zuletzt bei Saints Row Get Out of the Fell unter Beweis gestellt, indem ich einfach gesagt habe: Ja, ich mache jetzt alles. Suchen wir einen anderen Weg. So. Kann man hier unten durch vielleicht? Ne, da kann man nicht durch. Alternative Idee wäre es, wenn ich irgendwie hier hochkommen würde. Nee. Oh, warte mal. Ist da nicht etwas, was ich... Nope, das funktioniert so nicht, wie ich es mir gedacht habe. Hey Leute, hier drüben. Vielleicht können wir hier in die Ruine gelangen. Ey, wehe, du klaust jetzt meine Idee. Da gekratzt im Hals.
Ah, okay, der Weg ist auch in Ordnung. Hier runter. Schnell zum Gras. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Sieht ja fast schon wie so ein Robo-Frettchen aus. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Okay, konzentrieren. So. Gut. Haben wir es erledigt? Da kommt noch einer. Okay, alles nehmen. Ein paar Vorräte. Wupp! So, haben wir es auch erledigt. Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Gut, das, wie gesagt, das lief nochmal gut. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. So, bin ein bisschen lauter gemacht. Oh, können wir das auch aufsammeln? Rohstoffbehälter. Nehmen auf jeden Fall immer alles mal mit, so. Noch eine Leiter. Ich hab das Schloss. So. Gut. Bar? Willst du mitkommen? Oh, wir sollten uns vielleicht auch heilen. Bam. So, das waren Steine. Wo? Ah, hier konnte ich mich heilen. So. Nächste. Ah, da war die Leiter. Ich bin ein bisschen blindfischmäßig heute unterwegs. So. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Ah, können wir hier durch. Da können wir auf jeden Fall die Ruine betreten. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Na, wird schon gut gehen. Weiß, dass sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elizabeth verstanden. So. Gut. Finden wir einen Weg rein. Tja, du bist der exakte Klon der wichtigsten Person der Welt. Nummer hat diesmal nicht funktioniert. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Mich mag es wohl auch nicht. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn Val weiterkommt. Das sollten wir aufbrechen können. So, ich hoffe, dieses Gebäude hat keine aktiven Sicherheitsmaßnahmen mehr. So, da kommen wir eh nicht runter. Weil es wäre sonst blöd. Wie zum Beispiel Selbstschussanlagen oder so. Ich mag sie nicht. Sie mögen mich nicht. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen.
Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? Das ist eine gute Frage, wo die sind. Das stinkt hier so. Ein ganzes Lager. Oh. Zerstört. Sie müssten hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Okay, den Schutt meint sie. Also ich denke nicht, dass das eines von diesen Frettchen waren. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Bloß nicht suchen lassen. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Ein einhakender Haken. Sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Okay, schauen wir mal, ob wir genügend Teile finden. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. So. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Hey. Ich würde eher sagen, das war ein größeres Lager, das sie da aufgebaut haben. Also nicht einfach nur so ein schnelles Lager, das man als Außenposten nutzt, um ja, später was zu machen. Gut, musst du kurz mal Nachricht beantworten. So, okay. Maschinenkabel stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Okay, dann benutzen wir sie. So. Ein Zugwerfer. Okay. Da. Ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Yep. Der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. So. L2 gedrückt habe ich und tippe. Oh. Okay, vielleicht soll ich wirklich auch R2 gedrückt halten. Ich dachte, das wird sich dann schon erledigen. So, So. Das ging besser, als ich dachte. Ja, sieht doch gut aus. Nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Okay, wir haben zumindest noch mehr Maschinen. Interessante Frage, was damit ist. Hey! Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel.
Unser Motto: Greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Okay. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. So, ist jetzt aber noch interessant, ob wir vielleicht irgendwo noch an andere Orte kommen. Okay. Nicht gedacht, dass wir so schlecht springen können. Oh, vielleicht komme ich da hoch. Ach, nutze den Greifpunkt, okay. Ach, spring und... Ah, sowas muss ich also machen. Das kannte ich noch nicht. Hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. So, okay. Ja, mit dem lässt sich echt gut was anfangen, mit dem Zugwerfer. So, durchsuche die alten Ruinen nach einem Gaia-Backup. So, dachte ich, hier ursprünglich wäre was. Ah, hier geht's hoch. Upsala? Was habe ich da wieder angestellt? Ja, ganz toll. Excuse me, ich habe nochmal X gedrückt. Ja, jetzt funktioniert es doch so. Dann gehe ich das jetzt nochmal an und versuche diesmal nicht wieder runter zu springen. Weil das war dämlich. So. Ja. Also manchmal frage ich mich jetzt, will das Spiel mich ärgern? Vorhin klappte das doch so gut. So, wenigstens bekomme ich hin. Also schon mal zumindest einen Trostpreis. Ja, sie... Kein Problem. Warum es vorhin Probleme gab, weiß ich nicht. So. Ey, nein, ich will nicht wegspringen. Ah... Schnell hoch, bevor das auch noch runterfällt, ansonsten bin ich geliefert. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Okay, das kann ich mal komplett ohne Bogen machen. Eloy, gib mir die Leiter runter. Ja, bitte sehr, Wahl. Danke. So, kann ich hier mal weiterlaufen? So, weil ich möchte das Ding gern scannen. Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Okay, gibt es noch irgendwas, was ich hier scannen kann? Hm. Anscheinend muss man da nichts, kein Rätsel dahinter machen. Einfach nur öffnen. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far-Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far-Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise.
Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten bestätigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Farsinev glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Wir außen rum. Komm schon. So, ich muss mal kurz mal was schauen, weil was mich jetzt ein bisschen aufregt, ist audiomäßig. Ja, mach mal so. Die Dialoge manchmal. Das ist wieder etwas, das mir einfach nur persönlich vorkommt. Die Dialoge sind mir teilweise zu leise. Da ist die Musik wesentlich, also mindestens, jetzt nicht wesentlich lauter, aber zumindest genauso laut und ja, hätte ich jetzt nicht Untertitel angehabt, hätte ich Wahl echt nicht wirklich ganz verstanden. Wirklich unglaublich, dass die Alten fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge, gute und schlechte. Ich habe das Lust... Wie es da oben wohl ist, zwischen den Sternen. Ist alles völlig zugewachsen. Oh, da kann ich mich nicht dran. Das hatte ich jetzt letztens bei Life is Strange gehabt, lustigerweise. Geht das so? Oh, es geht. Wo ich halt einen Charakter hatte, der wegen geflüstert hatte. Und das hörte sich halt wirklich wie Flüstern dann an, wo ich eigentlich zufrieden war. Über uns. Oh, ja. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Ist das eine Schlange? Könnte die Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Ja, und der nächste Charakter wollte einfach nur normal weiterreden und brüllt mich auf einmal an. Da war ich auch wie so, okay. Hier hoch. Da hat man bei der Abmischung was falsch gemacht.
vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Ich muss näher ran und versteckt bleiben. So, nehmen wir mal kurz mal mit. Ah ja, da haben wir den Patrouillenweg. Okay, schneller Schlag. Dann haben wir den erledigt. Erwischt. Meiner ist auch erledigt. So. Gut, dann denke ich mal, werden wir wahrscheinlich auch den ersten Boss kennen. Die Riesenschlange nehme ich mal an, oder was? Ha. Chirp. So, kann man den noch plündern, während nämlich Knife. Schön. Davon sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Ups. Der hat hier direkt vor mir gescannt. Oh, jetzt hat er mich bemerkt. So. Gibt's noch irgendeine... Oh, du bist! Dich gibt's noch! Alle erledigt. So. Ja. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte. Das macht er bestimmt auch nur, um Aloy zu ärgern. Wie gesagt, sie hasst Titel. Oh. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Okay, also meine Schleichskills haben einen Wert von minus 2 meistens. Deswegen erwartet keine großen Schleichkünste von mir, kann ich jetzt schon mal voraussagen. Sorry! Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Das ist schon mal gut. Blöde wird halt nur sein. Hier war wohl eine Barrikade. So, jetzt kann ich auch mal Webcam anmachen. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Es war anscheinend nicht genügend. So, Leiche? Oh, menschliche Leiche. Das ist für später. Ja, Gesundheitstrank ist echt nützlich. Nee. Vorsicht, da sind Fallen. Ja, bitte renn rein. Kann ich sie entschärfen? Ach mal, entschärfen? So, ein paar Sachen für später erbeutet. Ja, das ist immer nützlich. Und mehr Sachen bekommen. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osserer Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. So, schauen wir mal. Das ist nützlich. Ja, Springpastete. Die können wir wirklich ganz gut gebrauchen gerade.
So, kann ich welche bauen? Nee, immer noch nicht genug Rohstoff. Ich brauche 2 Sprengpastete. Ja, ich sollte wahrscheinlich wieder hinten Rohstoffbehälter A. Okay. Ich habe jetzt alles für eine Falle. So, gut, dann machen wir die jetzt mal kurz. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Hm. Ah, da geht's hoch. So, dann schauen wir mal, wie wir hier hochkommen und ob uns die Schlange oben erwartet. Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. So. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Wühler. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir einen der Gefallenen in seinen Weg legen. Naja, ich bin immer so. Ich würde gern direkt angreifen. Oh. You didn't see anything. So, und dann, genauso wie ich die herstelle, dann kann ich sie auch legen. Oh, super. Gut, dann bist du weg. Ich wollte schon sagen, der hat mich bisher nicht bemerkt. So, jetzt soll ich alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Jetzt soll ich wirklich wieder Munition herstellen. Wie gesagt, ich bin wahrlich kein Schleichenprofi. Das wird mich wirklich wahrscheinlich mein Leben lang verfolgen. Ei, aber immerhin habe ich mehr Sprengpastete. Aber jeder Ort ist anders. Eieiei. Und deswegen hatte ich auch immer zu wenig Leben. Yay! Schöne Erinnerung, wenn ich schon das Schleichtutorial nicht mal mehr bestehe. So, da komme ich wahrscheinlich nicht drauf. Kommen wir in. Warte mal, was? Sammle? Ah, sammle Reinholz. Reinholz. Da kommen wir wahrscheinlich dann hier hoch. Wow. Die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Hoffentlich kommt sie nicht zu uns. Yep, das wäre vorteilhaft, wenn wir sie nicht begegnen würden. Weil die sah schon ein bisschen riesig aus, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt ist die Frage, wo geht's denn hier weiter? Weil obwohl können wir hier entlang hangeln? Das sieht doch gut aus. Okay, war anscheinend die falsche Taste. So, öffnen wir mal die Tür und schauen mal, was dahinter liegt. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Hm. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen. Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber guten Abend, Lydia. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Cheers! Ah, schau ich mal kurz. Stay hydrated, Leute! Stay hydrated, Leute! Das war der mein Gedanke wohl eher. Was ist hier drin? Aloy, sieh dir das an. Ah.
auf jeden Fall Prost. So, Chat wieder da. Gut, dann schaue ich mal vorbei. Ah, Heilungszeug. Heilungszeug brauche ich immer. Warte mal. Da war doch hier alte Kiste mit Wertgegenständen. Ah, okay. Wünsche dir auch natürlich frohes Neues, Lydia. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Bei mir war es mehr so... Was ist denn das? Ich mag meinen Nachbarn nicht mehr. Daten. Du kannst sie mit... Oh, Datenpunkt. Wir erwähnen Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Können wir hier noch was rausnehmen? Ansonsten versuchen wir hier an der Tür wieder. So. Na, ja, wenn es hier gut noch durchgeht. Yay. Wir müssen wohl hochklettern. Da bleibt wohl ein nichts anderes übrig. Wo kommt das Geräusch? So, haben wir jetzt zwei verschiedene Wege, die wir gehen könnten, theoretisch. Vielleicht, hier kann man doch... Alles okay? Okay, hat sich erledigt. Bye. Da gehen wir eher nicht lang. Dann müssen wir diesen Weg nehmen. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Ja, da darf es auseinanderfallen, oder was? Ja, kann man eigentlich erwarten bei 1000 Jahren. Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Ach, wer ist gern früh schlafen gegangen? Ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Kann ich verstehen, ich muss bei mir, glaube ich, 8 bis 4 aufbleiben, weil die Nachbarn dachten, oh ja, jetzt können wir die Musik richtig aufdrehen. Und das hat eher genervt. Die waren auch sowas von nicht verständnisvoll. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming-System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ah. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt. Was nicht stimmt. Far Zenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich
um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? So, ist hier noch was Interessantes? Ach nee. Sieh mal hier. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Ach, du wärst auch schon gern früh ins Bett, Lydia. Die müssen die Osseram zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Das ist immer blöd, wenn... Vielleicht. Ja. Silvester ist so ein Abend, wo ich... Ja, die Leute komplett durchdrehen. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. So, begib dich zum Rechenzentrum. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie mit den Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Stoßschaden. Also Pfeile nehme ich an. So. Gut. Ach, jetzt ist... Ich dachte, die Tür war nicht aktiv. Okay, dann können wir ja durch. Ja, weil ich hab's nur, wie gesagt, mit meinen Nachbarn gehabt, der ansonsten echt okay ist, aber Silvester... Hier unten. Versteht da keinen Spaß. So. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Da. Oh. Muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Oh, toll. Ja, yep, das schafft Vertrauen. Noch so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Okay, L1. Ah, da ist Waffenrad. Sie ist brüchig. Ich kann ihr mehr Schaden zufügen. Hab dich! Die Maschine hielt der Kälte nicht stand. Ja. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Das ich freue mich schon auf den Bosskampf mit dieser blöden Maschine, echt. Ja, ist bei mir exakt das gleiche gewesen. Dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Far Zenith? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Ja, Ted Farrow hat eigentlich alles verursacht. He's a bad guy. Oder the bad guy in dieser Story. Ja, ich war über Silvester mit meinen Katzen oder zumindest einer Katze in den Arm und hab die ganze Zeit versucht zu beruhigen. Weil die war den ganzen Abend über auf kompletter Ab-8-Stellung. Weil ich sag's mal so, ich habe 3 Katzen. Zwei davon sind schon etwas älter. Die sind da wesentlich gechillter einfach. Die wussten, okay,
Das ist wieder dieser komische Tag, wo alle ballern. Wir gehen nicht raus. Wir verkrümmeln uns in der Ecke. Und irgendwann ist einfach alles vorbei. Ja. Nur die jüngste von den drei Katzen. Die fand das gar nicht cool. Im Endeffekt, jetzt einen Tag später, hat sie es gut überstanden, aber es hätte trotzdem halt einfach nicht sein müssen. Nicht der Meinung. So, dann schauen wir mal. Dieses große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. So. Ah, das sind diese Gräber wieder. Excuse me? Woher hättet ihr mich sehen können? Ihr wart da hinten in ein Eck. Das ist ein Osselpiece, die können das. Diese verdammten Osselpiece. Ja, hast du Speer zum Arsch bekommen. Sag das Osselpiece nicht, bitte nicht. Ja, finde ich auch. So, stiller Schlag. Ach komm, wo kommst du denn jetzt her? So. Es war jetzt fast gut, dass ich hier mal geschlichen habe. Stimmt, ich sollte wieder Zeug zu mir nehmen. Heilungszeug. Ah, und ich schlug direkt durch die Mauer. Ich bin fast stolz, dass ich das ohne zu schaden hier durchgekommen bin. Ja, können wir auch wieder runterholen. Können wir das scannen hier? Nö. So. Ah, haben wir immerhin Hallen der Bäre. 3. Da hinten habe ich doch auch noch was gesehen. Die will ich auch mitnehmen. Was ist hier drin? Oh. Altes Klangspiel. Ist hier noch irgendwas, ehrlich gesagt? Okay, hier vorne haben wir noch etwas. Es ist... So, Maschinenteil, Kühlsaft. Oh. Tagebuch. Okay, Stöberer Tagebuch. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Tag 1.
Wir sind ins Tal hinabgestiegen und in den Ruinen eingedrungen. Der Boss hatte schon immer eine gute Nase für Stöberstellen. Aber bei der Schmiede, er hatte recht. Dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, als wir unsere Sachen hergeschafft haben. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen. Aber ansonsten haben wir diesen Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe des Haupteingangs aufgeschlagen. Faruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinen Hammer fallen gelassen hat und er die Stufen runtergekracht ist. Ich nehme an, der Kleine stöbert zum ersten Mal, obwohl er was anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter der Erde müssen. Takt 2. Wir sind weiter in den Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuesten Prototypen ausprobiert. Er nennt ihn Haken und Ziehen. An den Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Faruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost dran ist, desto höher ist der Preis, den man in Meridian dafür zahlt. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hätte die Bäume am anderen Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Tag 4. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren. Vielleicht ein Erdbeben. Aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drin ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, wenn wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache eine Trainingsattrappe für Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen einen Gräber ankommen. Tag 6. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat's nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen und... Nichts mit ausruhen, nehme ich mal an. So, auf jeden Fall habe ich mal wieder Heilung dabei. Das ist schön. Dann können wir jetzt auch hoch. Ich bin immer noch der Meinung, es wird einen Bosskampf mit dieser Schlange geben. Das ist unvermeidlich. So. Mal da. Gut, ich glaube, da können wir... Gehen wir dann weiter. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Okay. Nee, ist jetzt nichts da, was ich noch hätte mit einsammeln können. Weil ich will nichts da lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon einiges verpasst hier. Oh. Aber gerade so Tagebucheinträge fand ich ganz interessant. Was, das sind mehr als eine von diesen Schlangen? Ja, denke ich mir auch gerade. Wenn wir Osiram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Bitte. Sag mir nicht am Ende, dass im Shuttle das Backup war. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle.
Lauter kleine Osiris. Sorry, da hast du mir jetzt wirklich einen Floh in den Kopf gesetzt, Lydia. Ich noch. Oh, Gräber. So. Schauen wir mal. Oh, nö. Das war böses Gras. Oh, hi. Munition sparen. So. Gut, jetzt weiß ich, wo die das gelbe Dreieck herkam. So. Oh, da hinten ist noch etwas. So, nehme ich mal mit. Ja, ich habe sogar relativ wenig Schaden genommen. Das ist gut. So, heilen der Beere. Alte Vorratskiste. Ich dachte, da wäre noch etwas Lilanes, was ich mitnehmen kann. Aber... Oh, da hinten war es. Ich bin daran vorbeigelaufen. So, was ist das? Gut, nehmen wir mit. Also ich habe schon im Vorgänger, ehrlich gesagt, keine Probleme gehabt, wenn es mal hier um Geld oder so ging. Ich habe gelootet wie sonst was. Also, ja, ich hatte immer was da in der Hand gehabt. Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. So. Dann schauen wir mal, wie hoch wir kommen. Okay, da oben ist eine Stange. Ach, glaub, da. Ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausgehe. Ja, ich. Nicht geschafft. Noch einmal. So, wohin? Um Kletterpunkt fallen zu lassen. Ich will mich doch nicht gerade fallen lassen. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Ah, okay, verstehe. Ich muss eins höher. Ich kann die Stange erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Nicht geschafft. Noch einmal. Okay, kann ich. Gut, das war dämlich. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh, come on. So. Ah, ja. Geschafft. Ah, jetzt verstehe ich die Mechanik. Man sollte auch die Tooltips mal lesen. Dann macht man es auch besser. Oder zumindest zu Ende lesen, dann mache ich es auf jeden Fall besser. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier rum? Anscheinend muss ich hier hoch. Das klingt ja gut. Ja, klingt vor allem deswegen gut, weil... Der Sturm wird stärker.
Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Kann ich hier rüber? Oh Gott, das... Vorsicht! Ja, Vorsicht! Das bricht doch zusammen. Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. So. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Die Tipps haben schon Daseinsberechtigung. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht kommt... Oh no! Na, gerade noch geschafft. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Der Ort fällt fast auseinander. Gefühlt, wenn ich jetzt schneller spiele, als das Audio abspielt. So, ist hier jemand? Okay, alte Kiste, weil... Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ja, die müssen weg. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Wie? Super. Noch mehr Maschinen. Ja, wir haben ja hier schon nicht genug. Ach ja. Und hopp. Oh, da haben wir ja noch eine. Wühler. Okay, dann kann ich zum dem jetzt. So. Noch irgendeine böse Überraschung? So wie es aussieht, nein. Steuerkonsole könnte dort drin sein. So, komm. Okay. Yay. Das ist doch schön zu wissen, dass du jetzt ungestört bist. Und ich habe endlich mal erfolgreich geschlichen in diesem Spiel. Oh mein Gott, das fühlt sich das mal gut an. So, jetzt blüte ich aber trotzdem noch den Rest. Ich sag's mal so, Lydia, es wäre nicht das erste Mal, dass ich eine Spielmechanik komplett falsch einsetze, weil ich das Tutorial nicht gelesen habe oder gemacht habe. Und ja, man kann da wirklich sagen, shame on me. Shame on me, shame on me. Oh Gott, wieso habe ich jetzt diesen Ohrwurm drin? Das ist blöd. Ich will keinen shame on me Ohrwurm. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu... Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ha. Und natürlich gibt es jetzt erst den Eingang dazu. Wie wär's mit dem Zeug, wo da hier runtergestürzt ist? Wahrscheinlich kommen wir damit dann gleich hoch. Mit meinem Fokus könnte helfen. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. So, kommen wir da hoch? Ja. So, dann können wir tatsächlich zumindest schon mal weiter hoch. Ich muss zum Shuttle klettern, um die Kabel zu lösen.
Hört sich total ungefährlich an. Oh, das ist ja kein Balken, das sind Treppen. So, schauen wir mal. So, gibt es ja eigentlich vielleicht noch sowas wie ein Tagebuch oder so, das ich noch finden kann. Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Du willst Sachen umschmeißen und dann quietscht es. Es ist niemals gut. So. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Eins weniger. Jetzt muss ich nur noch höher klettern und die nächsten Kabel lösen. Oh, noch höher. Okay, gehen wir mal höher. Ist totally safe hier. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Oh, vielleicht hatte Wahl recht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Ah ja, hier hoch. Ich dachte schon, wieso geht sie, klettert sie nicht weiter hoch? Dann sind wir hier. Wie gesagt, andere nennen das Arbeitsalltag. Ich nenne das Größenwahnsinn. Ups. Einmal zu früh auf den Sprungbutton gedrückt. Fast geschafft. Ja, fast runtergefallen. Da ist die andere Verbindung. So, und flieg, große Shuttle, flieg! Auf die Gegner hinab! Also zwei, denke ich mal, haben es gut erwischt. Oh Gott. Also wir müssen wahrscheinlich dann wirklich nur noch gegen eine antreten. Und... wir haben es wirklich geschafft. Oh, hier ist Snaggy. Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Okay. Oh, ich habe keine Munition. Warum sagt das denn niemand? Ich sollte Munition herstellen. Und da war der Felsgeschichte.
zu erstellen. Oh, verschossen. Ha! Jetzt kannst du zumindest keine Felsen zertrümmern. So. Die ist aber auch nicht blöd. Ja, bitte nicht. Ich spring doch rein. So. Oh Gott. Das ist schlecht, oder? This is very bad. Verdammt, ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Wie können wir noch mal Waffen ändern? Ach so, L1 darüber. So. Ja. Ja, den auf den Deckel hast du mir zurechtgegeben. So. Okay, erstmal heilen. So, bam. Hab ich das? Ja, ist gut, ist gut. Yay, Stufe 2 erreicht. Endlich. So, schauen wir mal. Fertigkeitspunkt. Gib mal einfach gleich hier aus. Danke, Lydia. So, erhöht das Konzentrationslimit. Finde ich super. Können wir dich plündern? Schlangenzahn. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Bald muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Tja, hätte er mal gegen die Schlange gekämpft? Oh yeah! Hätte ich das mal genutzt. Ja, jetzt habe ich keinen Platz mehr dafür. Uiui. So. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. So, schauen wir mal. Kann man nicht hier durch irgendwie? Würde zumindest echt einiges abkürzen. So. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Hoffen wir einfach mal, dass wir hier vielleicht noch was machen könnten. Oder etwas finden, weil Gaia finden wir jetzt so schnell vorbei. Okay, Lydia, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Mal schauen, wie lange ich noch mache. Und nur für dich einmal stay hydrated. Stay hydrated, Leute. Okay. Oh, alte Kisten mit Wertgegenständen. Nehmen wir natürlich auch einiges mit. So. Bitte sei doch da. So, Bunkertür haben wir auch auf jeden Fall. Hier ist doch noch was.
Ah, Textprotokoll. Daten beschädigt. In Sachen Mr. Delgard. Er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Far Zenith. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Daten beschädigt. Wow. Jo, bye, Lydia. Läuft super. Ist das ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Far-Zenith-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer, sondern die Logikbombe überhaupt. Also viel Glück beim Reparieren der Daten und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, danke, XnotiD. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian, sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Ja,
einen Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Sonne, stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat. Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Beim Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. So, und schauen wir mal wieder. Ansonsten, ich sag's mal so, bei mir auf dem Kanal sind ehrlich gesagt erfreulich wenig Bots. Leider weiß so wenig Bots, dass ich es schon fast persönlich nehme, dass sie mich ignorieren. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Die kriege ich niemals da raus. Ja, und schon draußen. Was? Was wurde von der Spitze des Turms übertragen? Ich muss wohl irgendwie da hoch. Okay, anscheinend kommen wir langsam Silas, ich will jetzt nicht sagen Verrat auf der Schliche, aber ich... Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Aber ich zumindest was er jetzt halt vorhat, sag ich's mal so. Weil, ja, man sollte dem wirklich nicht trauen. Ah, so funktioniert's. So.
Wie komme ich da am besten weiter? Ich sollte den Kran ranziehen können. Yep, das wäre eigentlich eine coole Idee. Hätte ich früher dran denken können. Na also. So. Ansonsten mal XNOTD, ich kann mal wen in dem Sinne persönlich fragen, hattest du schon mal größere Probleme mit Bots? Zum Turm rüber. Kann man eigentlich wieder so drehen oder so? Okay, wenn ich den Fokus nutze. Oh. Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Natürlich, der Zugwerfer. Geschafft. Jetzt sollte ich da hochkommen. Das ist der zweite Teil. Mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin er es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Ah, jetzt geht's nach oben. Da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? So, gerade noch festhalten. Gut, schauen wir mal, was da drin von sich geht. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift. Aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Ha. Wie die Kaja sich das wohl erklären? Aloy ist drin. Alles ist so geil. Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. So. Mal schauen, wie die drauf reagieren werden. Du bist reingegangen, veränderte sich.
Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss die Masterüberprüfung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Mal reden wir noch mit den Leuten kurz. Retterin, willkommen zurück bei der Flamme. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Wenn du sagst Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen, Verscharf,
einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verschaf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobersande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Dein Cousin, Verschaf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakts Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Itamin wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamin alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Oh, es gibt wieder Entscheidungspunkte. Wähle die Faust und Aloy stellt sich der Herausforderung direkt. Wähle das Gehirn und Aloy nutzt ihre Einsicht, um eine cleverere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz und Aloy bekundet ihr Mitgefühl oder verleiht ihren tiefsten Überzeugungen Ausdruck. Ich glaube, ich nehme wirklich hier, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht nur Meridian, sondern auch viele andere Orte. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leb wohl, Aloy. Unsere Hoffnungen begleiten dich. So, mal schauen. Gibt es noch weitere alte Freunde, die gerade da sind? So.
Schön, dass du zurück bist, Retterin. Schön aus der Affäre gewunden. Ja, das stimmt, Habi. Nebenbei, einen schönen Abend wünsche ich dir natürlich noch. So. Verleih mir den ganzen Speer-Upgrade, dass wir die auch hacken können. Okay. Master-Überbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Ja, bestimmt. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Du als Kindermädchen, seltsam. Itaman hat es gut. Moment mal, ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar, gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itaman? Ja, okay, ich geb's zu. Itaman ist süß, lustig und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Avad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Avad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Also... Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Okay. Ich muss sagen, Vanasha ist eine sehr interessante Person. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itaman, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itaman. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itaman. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! So,
So, gibt es jetzt ehrlich gesagt keine weiteren, mit denen ich reden kann? Weil ich hätte zumindest gern mal Charaktere aus Teil 1 wieder gesehen. So. Das war's dann. War doch ganz nett, alle mal wiederzusehen. Okay, dass das Maschinenteil ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. So, dann schaue ich wenigstens drüben nochmal. Sieht hier ein Denkmal aus. Hm. Achtet auf Kanister. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ah, und da fehlt halt noch meine Statue. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. So, bam. Dann gehen wir mal los. Bereit zum Aufbruch? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Sagen wir mal Zeit zu gehen jetzt. So langsam wird's Zeit. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch. 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Yeah.
Das war ehrlich gesagt ein ganz schönes Intro. Stahl und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komme ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Hi. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang, oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Den Schrecken erreicht. Aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulwund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Du wirst mit meinen Rückweg auf dem Berg. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenpriester. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Klasse. Also toll. Nur Probleme. Jo, Malkaf, wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke, dass du mit zugeschaut hast. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir muss Und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr viel lange machen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis, gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen.
Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Ha. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ich werde nicht noch zwei Spiele, ehrlich gesagt, machen. Dann nehme ich mir lieber morgen den Tag und spiele da noch zwei andere Spiele, um mal zu schauen, ob die noch ganz gut funktionieren. So, ich habe jetzt auch eine Karte, das ist supi. Kann ich mich ein bisschen umschauen? Ja, wirkt groß. So, Kriegerin. Gibt's. Oh, Resonatorstoß. So, ich habe an. Exakt einen Fertigkeitspunkt. So. Gut, da haben wir auf jeden Fall Feuer. Manuelle Speicherung machen wir mal. Yep, machen wir neuen Spielstand und dann ist der auf jeden Fall auch safe. So, weil bis dahin können wir theoretisch. Ich kann mich natürlich auch wieder mit Leuten anlegen. Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Jetzt geht's los. Yep. Oh, hi! Gar nicht gemerkt, dass du da bist. Ups. So. Damit bist du auch weg. Gut, interessant, dass sie bei Schweinen keine Probleme haben, dass die nebendran waren. Gehe ich mal kurz zur ersten Station. Ich schau mal, dass ich Erend noch treffen kann und war. Was ist das? Grünglanzsplitter. Ein Edelstein. Grün, ja. Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Muss ich mal schauen. So, auf jeden Fall kurz mal wieder heilen. Oh Gott. Wenn ich schon die Säure sehe, sind da wieder Muss ein Dornrücken sein. Das muss Kettenkratz sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Mhm. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Nein, ich gehe erstmal hier außen rum. So, kann ich da erstmal wieder. Eieiei. Also, ich merke auf jeden Fall, dass ich mit Horizon Forbidden West sehr viel Spaß habe.
willkommenen Kettenkratzretterin. Auf. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Peter? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Peter, Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann ziehe ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. So, okay. Dann schauen wir mal, wo ich den Bogen verbessern kann. Genau. So. Okay, Waffenstatistik verbessert und Säurejägerpfeile. So. Kann ich auch die Schleuder verbessern, wenn ich eh schon dabei bin? Okay, das geht nicht. Outfit. Oh, Outfit kann ich jetzt 8 Upgrades verpassen. Ja, mach mal noch hier eine Falle, dann ist es gut. Beutel-Upgrade. Da fehlt überall was. Da muss ich mehr Tiere jagen, ehrlich gesagt. So. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus und herausfinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren korrodierten Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung eines Gegners Schaden über Zeit und der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Triff Säurekanister mit Säurepfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Gut, weiß ich Bescheid. Das könnte hilfreich sein. Jetzt so. Muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Ja, sollte doch einfach sein. Ist hier irgendwo ein Feuerchen in der Nähe? Ja, da weiter vor, so wie es aussieht. So. Machen wir mal schnell Speicherung. Gut. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal beenden. War interessanter Abend. Es war mal schön, wieder mal ein paar neue Spiele zu spielen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und mal schauen, vielleicht spiele ich noch ein paar andere einfach Spiele mal an, um zu sehen, ob sie noch wen streamtauglich sind, ob es Spaß macht. Boah. Auf jeden Fall Horizon Zero Dawn werde ich mal in die Liste aufnehmen von Spielen, die ich definitiv weiter streamen werde. Das macht Spaß. Bei Sackboy, boah, mal schauen. Hat Spaß gemacht eigentlich auch. Ich habe hier, wie gesagt, noch ein paar andere, die ich einfach nur mal austesten will. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und
frohes Neues 2023 und hoffe, dass man sich auch weiterhin sieht, gut was tut und bis zum nächsten Mal einfach. Genau. Ciao.